Euer Coach hier und heute möchte ich etwas vorstellen. Nämlich habe ich eine Firma gefunden, die eben Trainingsgeräte für das Neuroathletiktraining herstellt und ich bekomme das als Trainer zu vergünstigten Preisen. Jetzt ist endlich das Problem gelöst, wenn ich Menschen so Drills, Übungen mitgebe aus dem Neuroathletiktraining, dass die immer alles selber basteln müssen. Ich zeige euch mal, was dieses Package hat. Also man kriegt da so ein Trainingsset, Neuroathletiktrainingsset. Und da sind eigentlich mit einer Hand jetzt mal versuchen. So ein paar wesentliche Dinge sind da drin. So, einerseits haben wir solche Vision Cards. Da sind verschiedene drin, wo es darum geht, dass man verschiedene Vision Drills, also Sehübungen machen kann, Übungen für die Augen, wo es darum geht, ums periphere Sehen, um die Blickstabilität, um VORs, also den Vestibulokularreflex kann man da trainieren. Die Sehschärfe natürlich auch, obwohl um das geht es im Neuroathletiktraining normalerweise eben nicht rein um die Sehschärfe, sondern eben um das dynamische Sehen, ums tiefen Sehen, um das periphere Sehen, um Blicksprünge machen zu können. Da ein weiteres Tool fürs Vision Training, ein Ball, den man sich anbinden kann, wo man eben verschiedene Buchstaben fixieren kann, während es in Bewegung ist. Das ist fürs Tracking eben wichtig, weil in meisten Sportarten, aber auch im Alltag, muss ich ja mit meinen Augen auch etwas anvisieren können, während mein Körper sich bewegt oder eben bewegliche Ziele anvisieren können, bei Ballspielen zum Beispiel wichtig, aber eben auch sonst im Sport oder auch im Alltag. Was gibt es noch? Es gibt da eine Rasterbrille. Die gibt es eh schon relativ lang, diese Rasterbrillen. Da geht es eben darum, dass man das einfallende Licht auf die Netzhaut ein bisschen verringert, aber dadurch die Sehschärfe eben auch steigern kann. Und es gibt eben ein paar anekdotische Hinweise eben auch, dass das auch die Sehschärfe verbessert, diese Rasterbrillen. Was ist noch drin? Eine Augenklappe, weil es ja im Neuroathletiktraining oft sinnvoll ist, dass man nur ein Auge trainiert. Wenn man herausfindet, dass eben ein Auge zum Beispiel eine kann nicht weit genug nach innen gehen, dann kann man das speziell damit trainieren oder eben auch andere Drills, die eben speziell für ein Auge ausgetestet worden sind. Dann ist eben eine Augenbinde super. Dann haben wir da eine Box-String, eine Box-Schnur. Da geht es eben auch, dass ich Konvergenz und Divergenz trainieren kann, dass ich Blicksprünge trainieren kann, also die kann man diese Kugeln dann verschieben. Man kann das irgendwo festbinden und dann kann man eben verschiedene Drills machen für die Augen. Und dann haben wir noch diese Vision Sticks, die eben mit Buchstaben beschriftet sind, wo es eben darum geht, dass man da differenziertes Sehtraining machen kann, eben wieder Blicksprünge von links nach rechts. Wenn man zum Beispiel zwei Vision Sticks auseinanderhaltet, muss man verschiedene Buchstaben in verschiedenen Reihen zuerst sehen. Man kann Folgeübungen machen, wenn man den Vision Stick bewegt. Also ein ganz nettes Paket. Da sind noch ein paar andere, ähnlich wie die Vision Sticks. Für Sakaden eben, also für Blicksprünge von links nach rechts und noch eine kleinere Tafel. Also ein super rundes Paket eigentlich für alle Leute, die bei mir Coaching im Neuroathletikbereich bekommen, können eben auch zusätzlich dann so ein Paket erwerben, wo man einfach die ganzen Sachen drin hat, wo das Trainieren dann auch natürlich mehr Spaß macht, wenn man ein bisschen professionelles Equipment hat und muss sich nicht mehr alles selber basteln. Wenn ihr interessiert seid an so einem Coaching, Neuroathletik-Coaching, und wie gesagt, ich habe da schon mehr Videos gemacht, das ersetzt natürlich kein normales Training, aber ist eine super Ergänzung. Und ab und zu, oder oft einmal, auch der springende Punkt, so ein Neuroathletik-Coaching, dann bitte meldet euch gerne bei mir und wir können gerne einen Termin vereinbaren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.